Moin Leute, ja, neues Video und zwar zum Thema Kamera-Equipment. Ich habe ja in meinem vorletzten Video schon mal das Thema Kamera-Equipment angesprochen und da war ich so ein bisschen unschlüssig, ob ich upgraden soll oder nicht upgraden soll und wenn ja, was für eine Kamera es denn dann wird. Ja, ihr seht es schon im Titel. Ich habe eine neue Kamera und es ist die Z6 geworden. In diesem Video möchte ich euch einfach mal ein paar Gründe nennen, warum ich mich letztlich für die Z6 entschieden habe. Und ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, auf die Frage, macht die neue Kamera jetzt automatisch bessere Fotos? Denn das ist ja so ein bisschen so das, was wir uns alle erhoffen. Wir entscheiden uns für eine neue Kamera und wollen natürlich dann auch bessere Fotos machen. Und auf diese Frage will ich nachher nochmal eingehen und möchte anhand von einigen Bildern dann auch meine Sicht auf die Dinge darlegen. Fangen wir vielleicht mal mit den Gründen für die Z6 an. Ich komme ja hier von der guten alten EOS 6D. In dem Fall jetzt mit dem 70-200 Blende 4. Und das ist ja so eine Arbeitstierkamera, kann man ganz klar sagen. Das 70-200 auch eine absolute Standardbrennweite jetzt. Da kann man alles eigentlich mit machen, Landschaft, Porträt, Sport. Und dafür habe ich die 6D ja auch genutzt letztlich. Ne? Meine Felder der Fotografie sind ja hauptsächlich Landschaftsfotografie, Sportfotografie, was Hundesport angeht und ansonsten Tierporträts und eben klassisch Porträtfotografie, ganz normale Menschenporträts eben. Und die 6D kann das alles, gar keine Frage. Ich habe damit alles machen können, was ich machen wollte. Ich habe parallel immer noch die M50 verwendet, die mich hier jetzt filmt und habe dann nur langsam festgestellt, so Features wie Gesichtserkennung, Augenautofokus, einen Live-View mit einem richtigen Autofokus, das ist schon ganz nett. Und so wurde mir dann in den letzten Monaten die 6D von der Bedienung her und von den Funktionen her einfach so ein bisschen altbacken. Und immer wieder habe ich festgestellt, die Kamera schränkt mich eigentlich ein in den Sachen, die ich machen möchte. Und das wäre auch so mein Tipp. Wenn ihr losgeht und euch eine neue Kamera kauft, dann macht das nicht, weil ihr sagt, ich brauche eine neue Kamera, sondern überlegt euch, warum braucht ihr eine neue Kamera? Und ich gehe mal kurz darauf ein, warum ich eine neue Kamera brauche oder wollte. Aber vorher will ich euch noch sagen, hier filmt mich jetzt die M50 mit dem Rode VideoMic Mikro, glaube ich, dieses ganz kleine, obendrauf meine Standard-Videokombination, die ich bisher verwendet habe. Und hier filmt mich jetzt die Z6 mit dem Ton übers Lavalier direkt in die Z6 rein. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass die Z6 mich jetzt auch vernünftig fokussiert. Ich habe das Video heute Morgen schon mal gedreht und hatte da leichte Autofokusprobleme mit der Gesichtserkennung, denn, und das ist ein kleiner Nachteil der Z6, sie hat kein Flipscreen. Ja, und deshalb sehe ich nicht, ob jetzt tatsächlich mein Gesicht im Fokus ist oder die Kamera wieder sich irgendwo für den Monitor oder den Hintergrund entschieden hat. Das ist mir leider heute Morgen dann erst am Rechner aufgefallen. Hier bei der M50 sehe ich, was ich mache. Ich habe den Flipscreen. Ich sehe das Kästchen um meinen Kopf rum, dass die Gesichtserkennung funktioniert. Und das ist so ein bisschen das, das vermisse ich schon beim Filmen jetzt bei der Z6. Andererseits ist dieser Klappbildschirm der Z6 zum Fotografieren ideal. Denn da verwende ich den Flipscreen überhaupt nicht und möchte viel lieber diesen klassischen Bildschirm der Z6 haben, den ich nur so rauf und runter schwenken kann. Und damit haben wir eigentlich auch schon den ersten Grund, Video. Ich wollte einfach eine Kamera haben, mit der ich vernünftig filmen kann.
Und das kann die Z6. Also ich hoffe, der Autofokus klappt. Heute Morgen war das nicht so der Fall, aber das war, glaube ich, ein Bedienfehler oder aber der Lichtsituation geschuldet. Und ich hoffe, es klappt jetzt diesmal besser. Aber die Z6 hat den 5-Achsen-Bildstabilisator. Sie hat keinen Crop bei 4K. Und sie kann Full HD mit 120 Bildern die Sekunde. Und das sind alles Sachen, die ich gerne haben wollte und mit denen ich zukünftig gerne mehr filmen möchte. Und das kann eben die M50 nicht, auch wenn die vielleicht mit dem Dual-Pixel-Autofokus den besseren Autofokus hat. Aber ich hoffe, und ihr werdet es ja vielleicht auch sehen, ich hoffe, der Unterschied vom Bild, von der Bildqualität der Z6 zur M50 ist auch im Video sichtbar. Ich filme mit beiden bei Full HD jetzt, 25 Bilder pro Sekunde. Und ich hoffe, dass dieses Bild der Z6 dann doch besser ist als das der M50. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das der Fall ist, welches Bild ihr schöner findet und ob sich ja die Z6 fürs Video gelohnt hat. Kommen wir zu weiteren Gründen. Ein wichtiger Grund war, ich wollte ein Live-View mit Autofokus haben. Die 6D hat ein Live-View, hat auch einen Autofokus im Live-View, der ist aber nicht nutzbar. Für Landschaftsfotografie kann man den noch gebrauchen, für bewegte Objekte ist er völlig unbrauchbar. Also völlig unbrauchbar. Er ist so dermaßen langsam, dass er einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und das erfüllt jetzt die Z6. Die Z6 ist ja eine spiegellose Systemkamera und hat dementsprechend ein Live-View und funktioniert natürlich vom Live-Viewer genauso wie auch im Sucher. Und deshalb ist das einer der Gründe, die jetzt für mich für die Z6 bzw. eine spiegellose Systemkamera sprachen. Hinzu kommt, der Monitor und der Sucher bei der Z6 sind hervorragend. Ich habe tatsächlich noch nichts Besseres gesehen. Und das war ein weiterer Grund, weswegen ich jetzt letztlich die Z6 genommen habe. Denn die Canon EOS 6D hat hinten einen Bildschirm, der löst so niedrig auf, dass man da Bilder eigentlich nie wirklich beurteilen kann. Es ist häufig vorgekommen, dass ich on location gedacht habe, das Bild sieht gut aus. Der Fokus sitzt da, wo er sitzen soll. Und zu Hause am Rechner habe ich dann letztlich gedacht, oh Mann, der Fokus ist doch leicht daneben. Und das ist dann so eine Geschichte, die ist ärgerlich. Und ja, das wollte ich einfach nicht mehr haben. Denn On-Location beurteilen finde ich wichtig und gibt einem auch die Sicherheit, dass man gleich weiß, ich habe das Bild im Kasten, muss nicht noch 10 weitere machen und hoffen, dass eins davon scharf ist. Ja, das nächste quasi. Dann war mir wichtig, dass ich ein vernünftiges Tracking-Autofokus-System habe. Ich mache ja viel Hundefotografie, Hundesportfotografie, Hunde beim Hüten, beim Agility. Und da ist einfach ein Autofokus, der schnell ist, der vernünftig tracken kann, extrem wichtig. Und hier mit der 6D habe ich einen Kreuzsensor. Und klar, der erfüllt seinen Zweck irgendwie, aber es gibt kein Tracking. Es gibt natürlich Servo-AF und wenn ich den einen Kreuzsensor in der Mitte immer über dem Objekt halte, was ich denn tracken will, dann funktioniert das auch mehr oder weniger gut. Aber mit der Nikon Z6 kann ich jetzt eben das Objekt auswählen, kann das locken und kann dann eben mich ganz auf die Komposition konzentrieren und die Kamera verfolgt das Objekt. Und ich habe eben die Freiheit zu sagen, der Autofokus sitzt immer auf dem Objekt und ich kann so komponieren das Bild, wie ich es gerne hätte und muss nicht immer die Mitte irgendwie über dem Objekt halten, damit ich dann auch eine scharfe Aufnahme bekomme. Und zum Thema Autofokus noch. Durch die M50 habe ich einfach die ganzen Funktionen Gesichtserkennung, Augenautofokus und so weiter schätzen gelernt. Und das ist mit der 6D natürlich alles nicht möglich. Die hat im Live-View so einen Gesichtserkennungsmodus, ja, aber der ist nicht nutzbar. Und die Z6 hat jetzt Augenautofokus, Tieraugenerkennung, Gesichtserkennung
Und im Fotomodus funktioniert das wunderbar. Schwarzer Hund, dunkles Auge und die Z6 hat den Fokus wirklich immer. Also wenn man da auf Augenautofokus einstellt und der hat das Auge gefunden, dann sitzt der Autofokus auf dem Auge. Ich habe jetzt die Z6 schon einige Monate im Einsatz und hatte da eigentlich nie Probleme. Also meine Trefferquote ist deutlich höher als mit der 6D. Die Serienbildgeschwindigkeit ist nochmal deutlich höher als bei der 6D. Und dementsprechend habe ich natürlich auch weniger verpasste Momente und weniger Ausschuss, weil ich einfach mehr scharfe Bilder habe. Und so, ja, habe ich dann auch letztlich, um das schon mal vorwegzunehmen, gerade im Hundesport vielleicht auch bessere Bilder, weil nämlich gerade die interessante Situation nicht unscharf war, wie das leider häufig mit der 6D passiert ist, sondern dann letztlich scharf ist. Ja, das zum Thema Autofokus. Dann Verarbeitungsqualität. Ich wollte einfach eine Kamera haben, die genauso gut verarbeitet ist wie die 6D. Ich weiß gar nicht, ob die einen Wetterschutz hat, aber die war im Regen, strömender Regen und hat da Hütefotos gemacht. Wir waren im Nebel unterwegs. Es war extrem, fast 100%ige Luftfeuchtigkeit. Die Kamera war klatschnass und die hat mich nicht einmal im Stich gelassen. Also ich habe auch nie Angst gehabt, dass die Kamera versagt, weil es nass ist oder feucht ist oder regnet oder was auch immer. Die Kamera hat immer funktioniert und das ist etwas, was ich auf jeden Fall haben wollte. Ich hatte keine Lust, irgendwo Kompromisse einzugehen bei der Verarbeitungsqualität und deshalb habe ich mich für eine Nikon entschieden. Die ist komplett abgedichtet, die Objektive, die Z-Objektive sind komplett abgedichtet. Zumindest die, die ich jetzt verwende. Und dementsprechend kann ich die Kamera draußen bei strömendem Regen einsetzen. Ich kann die Kamera bei Nebel einsetzen, bei hoher Luftfeuchtigkeit einsetzen. Und ich muss mir nie Sorgen machen, dass die Kamera kaputt geht oder nicht funktioniert, weil es irgendwie äußere Umgebungsumstände gibt, die ich letztlich ja, der Kamera nicht mehr zumuten möchte. Ja. Klar gibt es solche Extremsituationen, irgendwo am Rand vom Vulkan vielleicht oder so. Aber alles, was ich mache, kann ich damit machen. Und es liegt nie daran, dass ich ein Shooting abbrechen muss, weil die Kamera es nicht mitmacht. Und das ist für mich ja, ein wichtiger Punkt gewesen. Und das war für mich ein wichtiger Punkt gegen Sony, weil ich einfach dem Wetterschutz der Sony nicht vertraue. Die Sony... Das sind keine schlechten Kameras, die machen ganz hervorragende Bilder, die machen super Video. Ein Freund von mir hat sich jetzt die A7 III mit dem Sony 35mm 1.8 gekauft, hat mir Bilder geschickt. Ich habe gesagt, ach hey, sind die gut. Die sind wirklich so gut, also scharf bei 1.8, Dynamikumfang, Farben, alles toll, wirklich, wirklich toll. Dann hat er mir ein Video geschickt, ja, ganz hervorragend. Also, ja... Sony A7 III mit 35mm Sony Objektiv 1.8. Ja, ganz hervorragende Kamera. Aber ich möchte damit nicht draußen im Regen stehen. Wahrscheinlich kann die Kamera das ab, wahrscheinlich kann das Objektiv das ab. Aber hier weiß ich es und bei der Nikon weiß ich es auch. Und das ist eben der große Punkt. Bei der Sony weiß ich es eben nicht hundertprozentig und deshalb ist es keine Sony geworden. Das waren so, ja, meine Hauptgründe. Wie gesagt, es hätte eine R6 werden können, wenn sie ein bisschen günstiger gewesen wäre. Es hätte eine Z6 II werden können, wenn sie ein paar mehr Features für den Preis gehabt hätte. Ja, jetzt werde ich mal gucken, wie sich die Z6 so schlägt und mal abwarten, ob sich der Kauf letztlich gelohnt hat. Ich werde euch da auf jeden Fall weiterhin berichten. Und vor allen Dingen werdet ihr es gleich schon sehen, oder ihr seht es die ganze Zeit schon, ich werde es gleich sehen, ob der Video-Autofokus vernünftig funktioniert. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte, und das ist, mache ich jetzt bessere Aufnahmen mit der Kamera? Ich habe das gerade schon so ein bisschen gesagt, ja, im Hundesport, wenn ich wirklich auf den Autofokus angewiesen bin, dann hoffe ich, mache ich bessere Aufnahmen. Einfach, weil ich weniger Ausschuss habe und weil ich schärfere Bilder bekomme.
weil der Tracking-Autofokus besser ist als bei der 6D. Was Porträts angeht, hoffe ich ebenfalls auf bessere Fotos, weil ich Gesichtserkennung und Augenautofokus habe und dementsprechend einfach nicht mehr, ja, das Risiko eingehen muss, dass ich, wenn ich einmal mit dem Kreuzsensor fokussiert habe und dann nochmal die Komposition verändere, dass ich dann entweder das Model oder ich mich leicht bewege und gerade bei Offenblende ich dann schon nicht mehr hundertprozentige Schärfe habe. Deshalb, das denke ich, wird sicherlich merkbar sein, das wird spürbar sein, dass ich da bessere Bilder mache, hoffe ich zumindest. Ob die jetzt vom Ausdruck besser sind, ist eine andere Frage. Ob das, ja, sag ich mal, dann wirklich emotional bessere Bilder sind, ist auch eine andere Frage. Aber ich verspreche mir technisch bessere Bilder und hoffe dann eben auch auf insgesamt bessere Fotos. Was Landschaftsfotografie angeht, hoffe ich auch auf bessere Bilder. Denn die 6D, die hat einfach einen grottenschlechten Dynamikumfang. Das ist einfach so, der Sensor ist alt, der Dynamikumfang war damals schon nicht auf dem Niveau, den Nikon bot. Und die Z6 hat einfach einen sehr, sehr guten Dynamikumfang. Und dementsprechend hoffe ich tatsächlich auf bessere Bilder. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen vertiefen. Ich blende euch mal ein paar Fotos ein, die ich mit der 6D gemacht habe. Und sag euch, warum ich glaube, dass ich mit der Z6 keine besseren Bilder gemacht hätte. Bis auf wenige Ausnahmen. Ich muss die hier am Handy betrachten, euch blende ich die ein. Ja, fangen wir mal an. Das erste Bild, Hamburg, Elbphilharmonie, Sonnenaufgang. Mit der 6D gemacht, mit dem 1740 F4 gemacht. Blende weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber auf jeden Fall mit dem ND-Filter davor, Langzeitbelichtung. Ja, und ich glaube, die Z6 hätte es nicht viel besser hinbekommen. Wir hätten vielleicht in den Schatten etwas mehr Details. Ich hätte die vielleicht etwas mehr hochziehen können. Aber letzten Endes kommt es hier bei dem Bild auf die Stimmung an. Und da spielt es keine Rolle, ob ich das mit der 6D mache oder mit der Z6 mache. Die Stimmung ist schön. Ich stand da morgens relativ früh. Ich war nur einen Tag in Hamburg. Hatte also nur die eine Chance, bin da rumgelaufen. Das ist jetzt aufgenommen da beim König der Löwen Musical. Hab den Spot wirklich durch Zufall entdeckt, ja, und habe dann bei Sonnenaufgang dieses Bild gemacht. Wie ich finde, ja, ganz, ganz ansehnlich, ganz gut geworden. Die Stimmung ist einfach schön, ne? Ja, weiter geht's mit dem Foto, was ihr die ganze Zeit schon hinter mir auf dem Monitor gesehen habt, mit dem Schloss in Paderborn. Blaue Stunde, das Schloss schön beleuchtet und auch hier glaube ich, die Z6 hätte das Bild nicht besser hinbekommen. Ja, ich hätte vielleicht in den Schatten mehr Zeichnung, hätte die vielleicht mehr hochziehen können, aber das will ich ja gar nicht. Denn ich will ja diesen, ja, blaue Stundeneffekt haben, ich will es ja dunkel haben. Und das Schloss schön beleuchtet haben. Und das habe ich erreicht. Und die Aufnahme ist toll. Für mich finde ich schön. Weil ich weiß, wie sie entstanden ist. Weil ich da nach Sonnenuntergang mit meinem Bruder hin bin. Und es war super spät, irgendwie abends schon. Und es war gar nicht mehr so warm, wie wir gedacht haben. Ja, und dann standen wir da und haben ewig viele Fotos gemacht. Bis wir dann wirklich diesen Shot letztlich im Kasten hatten. Und alles von der Beleuchtung so passte. Am Anfang war das Tor noch auf, da mussten wir warten, bis das zugemacht wurde. Dann waren am Anfang noch Leute irgendwo da und so weiter. Also das, ja, war einfach die Situation, die schön war. Und deshalb haben wir da natürlich letzten Endes auch tolle Erinnerungen dran. Das nächste Bild, das glaube ich, ja, ist jetzt ein Leuchtturm auf Sylt, gemacht bei Sonnenuntergang. Da hätte die Nikon Z6 wahrscheinlich schon ein besseres Bild gemacht, denn wir haben hier einen sehr hohen Dynamikumfang durch die Sonne im Bild und die Schatten vorne. Und ich glaube, da hätte ich mit der Z6 natürlich in den Schatten mehr Details gehabt. Die hätte ich definitiv aufhellen können, weil die Z6 einfach einen sehr guten Dynamikumfang hat. Ist das nötig für das Bild?
Das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin jetzt nicht so der HDR-Typ, der sagt, ich brauche vorne Helligkeit in den Schatten und hinten muss die Sonne glänzen und der Leuchtturm muss auch so aussehen, als wäre der angestrahlt. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde das Bild stimmungsmäßig trotzdem ganz schön. Und von daher, glaube ich, reicht die 6D da auch noch für aus. Das nächste Bild, das, glaube ich, hätte die Z6 auf keinen Fall besser hinbekommen. Das ist auch auf Sylt, war am nächsten Morgen und es war wirklich früh. Wir sind da um 4 Uhr hingefahren zu dem Rettungsstand. Und um, weiß ich nicht, 5 oder so war dann die Sonne so weit oben, dass der Rettungsstand beleuchtet war und auch der Sand davor schön angestrahlt war. Dann habe ich einen ND-Filter draufgeschraubt und eine Langzeitbelichtung gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind 2 Minuten ungefähr gewesen, die ich da belichtet habe. Und mir gefällt es von den Farben. Es ist ja stimmig, es ist Sonnenaufgang. Das Häuschen ist schön angestrahlt. Und ich glaube nicht, dass die Z6 da jetzt groß einen Vorteil gehabt hätte, denn wir brauchen da keinen großartigen Dynamikumfang im Bild. Wir haben die Sonne nicht mit drin. Und von daher glaube ich, auch hier macht die Z6 jetzt keine besseren Aufnahmen. Ja, zum Abschluss noch der Klassiker, Westerhever Leuchtturm. Hier bei uns im Norden der Leuchtturm, den man mal fotografiert haben sollte. Einer der schönsten Leuchttürme überhaupt. Und auch hier, ja, glaube ich, dass die 6D da wirklich ein sehr gutes Foto abgeliefert hat. Wir haben hier eine Langzeitbelichtung auch, mehrere Sekunden. Wir sehen schon einige Sterne, die aber schon nicht mehr Punkte sind. Also wirklich länger aufgenommen. Das sieht man auch an dem Leuchtturm, der ja oben quasi rundum gelaufen ist, schon mit dem Licht. Der Vollmond im Hintergrund, also ja, das war eine schöne Aufnahme, das war verdammt kalt. Wir waren da irgendwie, das war, ich glaube, im November oder wann, abends zum Sonnenuntergang hin und haben dann da noch nach Sonnenuntergang gewartet. Ja, es war verdammt kalt, der Nebel kam irgendwann dann, es war extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Wir mussten ständig die Kameralinse polieren und trocken reiben, damit wir überhaupt Fotos machen konnten. Und da habe ich mir nicht einmal Gedanken machen müssen, dass die 6D da schlapp macht. Ja, und auch da glaube ich, brauche ich keine bessere Kamera als die 6D, um dieses Foto zu machen. Zum Abschluss noch zweimal vielleicht ein Bild hier vom Border Collie beim Hüten, dass man einfach sieht, auch das geht mit der 6D völlig problemlos, kann ich solche Aufnahmen machen. Hier das Porträt vom Hund beim Hüten und hier dann die nächste Aufnahme der Hund, wie er da quasi in Action ist und die Schafe eben zusammentreibt. Das funktioniert und das sind auch Aufnahmen, die mit dem 70-200 gut klappen. Aber, und das muss man eben dazu sagen, hier habe ich natürlich Ausschuss gehabt. Das ist ganz klar. Denn ich habe natürlich im Serienbildmodus gearbeitet mit Servo AF und ich glaube, hier hätte ich mit der Z6 doch deutlich bessere Fotos hinbekommen. Einfach, weil ich weniger Ausschuss gehabt hätte dann. Ja, so ein bisschen abschließendes Fazit. Also ich glaube, die Z6 macht nicht per se jetzt bessere Aufnahmen, als das vorher die 6D gemacht hat. Aber ich betrachte die Kamera da auch als Werkzeug und die Z6 wird es mir deutlich leichter machen, gute Aufnahmen zu machen, vergleichbare Aufnahmen zu machen und vielleicht auch bessere Aufnahmen zu machen. Einfach, weil die Bedienung besser ist, weil die Funktionen besser sind, weil alles ein Tacken moderner ist, alles ein bisschen, ja, ein bisschen schneller geht als mit der 6D. Und ich trotzdem nirgendwo Abstriche machen muss und ich nie das Gefühl habe, ich komme irgendwo an die Grenzen oder ich verzichte auf irgendwas, weil ich jetzt keine Spiegelreflex mehr habe. Also von daher, ich glaube, die Z6 ist für mich eine gute Wahl. Ja, sollt ihr jetzt alle losziehen und euch eine neue Kamera kaufen? Nee, eigentlich nicht.
wenn es einfach nur ist, um eine neue Kamera zu haben, dann ja, ist das natürlich kein schlechter Grund. Aber dann macht ihr da nicht automatisch bessere Bilder mit. Meine Idee ist so ein bisschen, wenn ihr eine neue Kamera kaufen wollt, dann macht euch vorher Gedanken, was kann ich mit der alten Kamera nicht mehr machen. Und das habe ich gemacht und dementsprechend mir eine neue ausgesucht. Und damit bin ich jetzt auch ja, bisher sehr zufrieden und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Also das wäre so ein bisschen so ja, der Gedankenanstoß. Überlegt euch, was kann meine alte Kamera nicht mehr? Wo limitiert sie mich? Und wo mache ich mit einem neuen Werkzeug vielleicht dann bessere Bilder? Dass man da dann eben wirklich konsequent sich überlegt, welche Kamera ist für mich die beste und welche macht dann eben am meisten ja, Kreuze da, wo ich sie haben möchte. Und dann macht ein Upgrade aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Ja, denn nur immer zu sagen, naja, die alte Kamera macht ja noch sehr gute Fotos und letztlich macht ja der Zeigefinger das Foto und der Fotograf. Das ist ein bisschen einfach und das wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht, denn ein Werkzeug ist schon wichtig und ich habe es vorher gesagt, ich kann das alles auch mit der 6D machen, bis auf Bilder mit hohem Dynamikumfang vielleicht, aber die Z6 macht es mir so viel einfacher. Und das ist für mich einfach viel wert, denn dann habe ich die Sicherheit, es funktioniert. Ja, und das ist mir dann eben auch das Upgrade wert. Ich werde allerdings die 6D jetzt nicht komplett ad acta legen und irgendwie aufgeben, sondern ich habe einfach noch gar nicht alle Objektive für die Z6. 70-200 f4 zum Beispiel fehlt mir noch. Würde ich wahrscheinlich auch ein 2.8 diesmal nehmen. Und ein 17-40 habe ich ja auch noch für die für die 6D und da habe ich auch noch keinen Ultraweitwinkel für die Z6, so dass ich definitiv noch die 6D weiterhin verwenden werde für viele, viele Aufnahmen, denn sie ist heute ja auch keine schlechte Kamera. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich denke mal, im nächsten Video gehe ich vielleicht mal auf Festbrennweiten ein. Welche man sich da so oder welche ich mir da so gerne zum Einstieg in ein neues System kaufe. Ja, aber für heute soll es das gewesen sein. Ist ja auch lang genug. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und hat dem einen oder anderen vielleicht nochmal den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.